Hey und willkommen zu einem Meinungsvideo, würde ich einfach mal nennen. Denn ich habe eigentlich schon ziemlich lange mal vor, meine Meinung über die Community, also vor allem über die BW-Community, einfach loszuwerden. Vorab, wenn ich über die BW-Community rede oder sonstige Gruppen, dann möchte ich auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Also die Themen, die ich ansprechen werde, beziehen sich nicht auf jeden Einzelnen, aber dennoch eine ziemliche Mehrheit. In dem Video werde ich euch auch zeigen, wie ich das mit Dirtbridge wieder gemacht habe. Ich habe es nicht mit Hex oder sonstigen kleinen Modifikationen gemacht, aber erstmal will ich erklären, warum ich dieses Video gemacht habe. Eigentlich ganz simpel, damit ich hier nicht einfach nur irgendwas labern kann, sondern auch Beweise für meine Meinung habe und euch zum Beispiel Screenshots einblenden kann. Das größte Problem, das ich momentan an der Community sehe, ist, dass die Leute einfach nicht mehr zocken, weil sie Spaß haben wollen, sondern weil sie nur noch gewinnen müssen. Also viele spielen nur noch auf Stats, wollen die Besten sein und wenn sie mal besiegt werden, ragen sie nur noch rum und beleidigen. Und mich persönlich stört dieses Niveau einfach nur. Man sollte Minecraft spielen, weil man Spaß haben möchte, mit Freunden reden möchte und keine Ahnung. Aber wenn man permanent beleidigt, ragt, also da kann mir keiner sagen, dass die da noch Spaß haben. Ich habe auch vor kurzem einen Stream geschaut, wo ein YouTuber auf Revi CB gespielt hat. Und dann hat er im Stream den Gegner beleidigt, nur weil er mal verloren hat. Eine Runde hat er mal verloren und er beleidigt direkt. Das finde ich ziemlich niveaulos. Das ist aber auch bei vielen anderen so. Alleine das Chatverhalten von vielen. Einige haben es echt nötig, im Chat zu beleidigen und zu provozieren. Und warum muss man so dämlich sein und Sachen wie easy oder hahaha oder was weiß ich schreiben? Dabei ist völlig egal, wie der Gegner gespielt hat, was für eine Spielweise er angewendet hat. Es ist einfach nur unnötig, sowas zu schreiben. Und ich finde es teilweise auch echt erstaunlich, wie viele Mutes manche Spieler haben. Ich selber hatte bisher auf Gomme einen einzigen Mute und da habe ich eigentlich selber eher provoziert. Und gerade diese Leute, die total provokant und nur beleidigen im Chat, denken auch, sie wären mega gut, wären die Besten, obwohl sie nur ein paar Taktiken in BW kennen und anwenden. Es gibt noch deutlich mehr Taktiken im BW, die euch wahrscheinlich noch gar nicht so bekannt sind. Zum Beispiel gibt es weitere Techniken, um 0 Knockback zu bekommen. Oder es gibt auch eine Taktik, um ohne MLG Fallschaden zu reduzieren. Es gibt auch noch weitere Bautechniken, die bisher noch niemand kennt. Also es gibt echt noch viele weitere Techniken und Taktiken, die bisher noch gar nicht entdeckt worden sind. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass die Community sich mit Minecraft selber gar nicht sonderlich gut auskennt. Sie kennen nur BW oder noch weitere Minigames, aber Minecraft allgemein, da kennen sie die meisten schon gar nicht mehr aus. Minecraft bietet neben PvP echt noch viele Möglichkeiten. Und nur, wenn man sich überall ein bisschen auskennt, kann man auch auf neue Ideen kommen. Aber dasselbe ist auch bei Hex, viele kennen sich da gar nicht sonderlich gut aus. Wenn mal jemand ein bisschen besser ist und komische Hits verteilt, dann heißt es immer direkt, ja, der hackt, sie sind sicher Hex. Auch viele Möchtegern-Buster wollen halt immer irgendwo Hex rein interpretieren können, damit sie eben recht haben. Für Bildschirmübertragung verwenden sie aber eh nur Tools, was jeder verwenden kann. Und bei diesem Thema möchte ich auch mal zu meinem Dirtbridge-Video kommen, was ich hochgeladen habe. Zuerst mal will ich auf die Kommentare eingehen. Viele haben einfach nur grundlos beleidigt. Das ist doch sowas von unnötig. Das bringt doch nichts, wegen so einem Video zu beleidigen. Aber das ist eben die aktuelle Community, eben ziemlich niveaulos. Dann waren auch viele Leute fest davon überzeugt, ja, das waren ganz sicher Hex wie SafeWalk oder sonst was. Es gab aber auch Leute, die meinten, ja, ich war legit, haben aber dann selber wieder zurückbeleidigt. Leute, das geht einfach nicht klar. Egal auf welcher, ich sag mal, Seite ihr steht, behandelt niemanden respektlos, ist total unnötig, jemanden zu beleidigen oder zu provozieren. Aber anhand der Beurteilung der Leute merkt man schon ziemlich deutlich, wer sich eher mit Minecraft auskennt und wer nicht. Wer meinte, das war ein ganz sicher Hex, der ist eben noch nicht ganz so erfahren, was Hex angeht. Auch die Leute, die sagen, ja, 100%, es war legit, naja. Man kann bei so einem Video, wie ich es hochgeladen habe, nicht sagen, ob es jetzt gehackt war oder nicht. Es gibt immer Möglichkeiten, an die ihr vielleicht gar nicht denkt. Und ich habe dieses Video genau aus diesem Grund gemacht. Ich wollte nochmal sehen, wie die breite Community auf sowas reagiert.
Und irgendwie habe ich es auch genau so erwartet. Die Leute beleidigen random rum und stellen Thesen auf, wofür sie nicht mal ordentliche Begründungen haben. Aber ich will die Community natürlich nicht verallgemeinern. Es gab auch Leute, die nachgedacht haben und es einfach nicht großartig beurteilt haben, beziehungsweise gesagt haben, ja, könnte ein Hack sein, aber wenn er es sehr gut kann, dann Respekt. Und bei solchen Leuten merke ich, die denken ein bisschen nach, aber die Anzahl dieser Leute ist dennoch recht gering. Die meisten aus der Community glauben einfach immer das, was ein YouTuber sagt. Eine eigene Meinung bilden sie gar nicht. Sie laufen einfach stumpf den YouTubern hinterher und ihre Meinung kann sie plötzlich komplett verändern, weil auf einmal ein anderer YouTuber etwas ganz anderes sagt. Und das ist einfach ein weiteres großes Problem der Community. Viele können sich einfach keine eigene Meinung bilden, sondern glauben immer das, was man ihnen sagt und übernehmen die Meinung anderer. Das habe ich damals auch schon bemerkt, als die Sache mit Steinente war. Wenn Steinente wieder ein Video hochgeladen hat, in welchem er sagt, ja, ich hacke, weil ich Linksklick gedrückt halte. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Ich habe früher beim Bridgen immer Links- und Rechtsklick gleichzeitig gedrückt. Und Steinente hat mal ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, dass ich Killaura, Bridgehack und was weiß ich mit Linksklick aktivieren würde. Was eigentlich total absurd klingt, weil man ja mit Linksklick kämpft. Aber damals haben die Leute das einfach direkt geglaubt, ohne irgendwas zu hinterfragen. Genauso war es bei irgendeinem anderen Möchtegern-Bastard-Video. Da hat jemand behauptet, meine Optifine-Version wäre ein Hack-Client. Viele haben das direkt geglaubt und nichts hinterfragt. Tatsächlich war die Version die neueste Version von Optifine, aber das haben die Leute natürlich nicht nachgeschaut. Und es gibt auch noch viele weitere so Bastard-Videos, die total absurd sind. Auch gibt es Busted-Videos, wo nicht mal Beweise für Hacks oder sonst was gezeigt werden. Es wird einfach nur gesagt, ja, du hackst ganz sicher, weil das nicht machbar ist. Und bezeichnen das dann direkt als Busted-Videos. Und jeder glaubt es direkt. Aber da merkt man einfach, wie leicht sich die Community beeinflussen lässt. Es gibt auch viele andere Situationen, die es nicht mit mir zu tun haben, wo sich die Community ziemlich einfach beeinflussen lässt und alles glaubt, was man ihnen sagt. So, aber jetzt habe ich mal genug gelabert, jetzt will ich euch doch mal zeigen, wie ich tatsächlich mein Dubbridge-Video gemacht habe. Vorab, also ich habe hier die 2.8.0.3, das ist die neueste Version von LabbyMod, gerade jetzt. Und das fand ich beim letzten Video auch ein bisschen, also die Leute haben gesagt, ich hacke, weil ich die 2.8.0.2 verwende. Aber zum Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, war das doch die neueste Version von LabbyMod. Aber da merkt man eben, die Leute stellen halt wild immer Thesen auf und ja. Und ich bin auch nicht hingegangen und bin an den Blockrand gelaufen, habe einen Block gesetzt und wieder einen Blockrand gelaufen, gesetzt und habe es zusammengeschnitten und gespeedet oder keine Ahnung. Das habe ich auch nicht gemacht. Und ich meine, wer das Video wirklich genau angeschaut hat, der hat eigentlich bemerkt, dass es gar nicht mit Hacks funktionieren könnte oder mit irgendwelchen Tricks. Einfach aus dem Grund, schon allein hier, wenn ich mal hier das Aimen schaue, ich habe immer unterschiedlich geaimt. Ich habe mal da geaimt, mal da und es war immer total anders. Auch die Bewegung hier, diese hier, die war immer anders. Also ich habe nie genau 90 Grad Bewegung gemacht. Ich habe sie unterschiedlich schnell gemacht, mal ein bisschen früher, mal später. Und sowas mit einem Hack oder irgendwas zu machen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Aber wie habe ich es denn dann gemacht? Eigentlich ganz einfach. Ihr merkt schon, ich bin in Slow Motion. Und zwar habe ich ein externes Programm, womit ich den Prozess von Minecraft ein bisschen so beeinflussen kann. Das heißt, dass dem Prozess von Minecraft vorgegaukelt wird, ja, du musst jetzt langsamer laufen oder du läufst zu schnell, du musst halt, ja, wird halt die Geschwindigkeit vom Prozess angepasst, sage ich mal. Luke ist weg. Oh. Und mit diesem Trick kann man echt auch einiges ausprobieren. Und ich glaube, damit ist jetzt recht jetzt blieb ich mich selber. Es ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, wie ich mein Dubbridge-Video gemacht habe. Ich habe einfach im Slow Motion alles gemacht. Also jetzt ist gerade alles 20 Mal so langsam, habe ich es eingestellt. Und dann habe ich es halt im Video nochmal 20 Mal schneller abgespielt. So. Und mit diesem Trick kann man echt auch einige Bautechniken ausprobieren, schauen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Weil manche Techniken oder Bautechniken oder was auch immer sind gar nicht möglich, weil Minecraft zum Beispiel die Klicks gar nicht übernehmen lässt, sag ich mal. Weil Minecraft basiert auf Ticks, also die Berechnung, was wann passiert. Da gibt es Ticks und pro Sekunde werden normalerweise 20 Ticks ausgeführt. Das heißt, man kann pro Sekunde maximal 20 Blöcke setzen.
Das heißt, wer über 20 CPS hat, es bringt nicht unbedingt so viel, weil man eh nicht mehr Blöcke setzen kann. Klar, die Klicks werden nicht direkt verworfen, sondern werden schon auch noch gespeichert und dann im nächsten Tick gesetzt. Aber an sich bringt es nicht so viel, wenn man mehr als 20 Klicks pro Sekunde hat. Und ja, mit dieser Sache kann man jetzt zum Beispiel auch, kann ich zeigen, dass reines Godbridge, also Godbridge ist ja das, wo man wirklich rückwärts läuft und nicht sneakt und sich Blöcke setzt, das ist theoretisch nicht machbar. Weil wenn ich jetzt hier mal unter mir Blöcke setze, man kommt maximal 4 bis 5 Blöcke weit. Weiter geht es nicht wegen diesen Ticks eben. Man kann es nur dann weiter schaffen, wenn man irgendeinen Move, jetzt habe ich gerade mal 2 Blöcke, glaube ich, war es geschafft. Also es ist wirklich komplett Zufall, wie weit man kommt, weil wann eben diese Ticks gerade erscheinen. Und man kann nur weiterkommen, wenn man irgendeinen Move-Change hat. Das heißt, wenn man springt, also hochspringt, oder wenn man die Maus ein bisschen bewegt oder seitlich hat, oder wenn man jetzt ganz kurz sneakt, dann hat man einen Move-Change. Nur dann kann man ein bisschen weiterkommen, weil man, also ist immer je nachdem, was man macht, dann kann man ein bisschen weiterkommen. Und damit kann man auch zeigen, dass theoretisch das da langsamer ist. Also ich kann das gerade mal ausprobieren. Weil eben, man muss erstmal hier unten den Block setzen. So, das braucht erstmal, da muss man nach oben aimen und dann erst kann man vorsprinten und springen. Dann kann ich wieder einen Block setzen, da einen Block setzen. Und bis ich überhaupt den Block gesetzt habe, bin ich hier eigentlich schon, jetzt habe ich ihn abgebaut, ah, doch nicht. Dann bin ich eigentlich hier schon an der Kante und kann gar nicht mehr, jetzt habe ich doch abgebaut. Kann gar nicht mehr wirklich viel sprinten, weil man eben so lang warten muss, bis man hier die 2 Blöcke gesetzt hat. Und was auch noch ein Effekt ist, das man gerade gesehen hat, wenn man jetzt irgendeine Aktion ausführt, also zum Beispiel Rechtsklick, so scheint es eigentlich sofort zu passieren. Also ich baue ihn ab, der ist sofort abgebaut. Aber tatsächlich, wenn man das in Slow Motion macht, dann merkt man, dass der Block tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel klicke, erst verzögert ankommt. So. Also das heißt, wenn man irgendwie was baut, muss man eigentlich schon, bevor der Block, also bevor man eigentlich den Block setzen möchte, eigentlich schon vorher klicken, damit der Block im richtigen Moment geklickt wird, also gesetzt wird. Und ja, man kann auch mit diesem Slow Motion einiges anderes ausprobieren, zum Beispiel Anti-Knockback-Taktiken. Und ja, da kann man echt einiges ausprobieren. Zum Beispiel eine Bauart, wo ich jetzt mal Idee hatte, und zwar Derp Moonwalk. Das heißt, man lässt S und D gedrückt, nur man bewegt seine Maus so leicht hin und her. Dadurch kann man eben, also man muss so, zack, dadurch kann man theoretisch ein bisschen schneller noch moonwalken. Und wenn man es mit Mouse Abuse macht, dann geht es eigentlich recht gut. Und Leute, nehmt sowas nicht so ernst. Ich weiß, ich war früher auch nicht besser und habe auch einige Fehler gemacht. Und ich will mich hiermit auch nochmal sehr dafür entschuldigen. Aber ich habe inzwischen erkannt, worauf es tatsächlich ankommt. Man sollte Minecraft spielen, um Spaß zu haben und nicht um zu ragen, beleidigen und so weiter. Und glaubt nicht immer alles, was man euch sagt, sondern hinterfragt ruhig alles. Ich werde in Zukunft genau so weitermachen, wie ich es in letzter Zeit immer gemacht habe. In meinen Videos wird es nicht um Skill gehen, sondern ich will mit meinen Videos Unterhaltung bieten. Ich will, dass man sich meine Videos wegen mir anschaut und nicht wegen dem Skill. Und ich würde mich echt mega freuen, wenn auch andere YouTuber sowas mal erkennen, dass sie nicht noch weiter fordern, dass man immer besser werden muss, sondern dass sie ihren Zuschauern vermitteln, dass sie Spaß haben sollen und es nicht auf den Skill ankommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!